Gerade hinten sieht man das so schön. Ja, ich sehe es aber auch von Frauen, dass das deutlich auch kosmetisch was gebracht hat. Ja, also mir ist auch gleich bei den Knien ist es mir aufgefallen. Ja. Und auch hier, das ist einfach weg. Also ich habe mich auch tierisch gefreut. Das erste Duschen war ein kleiner Schock. Aber jetzt so mittlerweile, ich bin begeistert, jetzt schon. Die riesigen Falten sind ja alle weg. Ja, also es hat sich gut angelegt. Klasse, ja. Ist natürlich noch alles sehr geschwollen, aber... Ja, schön, wir sind auf einem guten Weg. Ich denke. Bekommen Sie schon Lymphdrainage? Hallo ihr Lieben, 3 Wochen ist es mittlerweile her, seit meine erste Liposuktion erfolgt ist und ich melde mich erst jetzt bei euch, weil ich noch eine dicke Erkältung während der Genesungszeit bekommen habe. Das war sehr gemein, aber ich wollte euch gerne mal berichten, wie es nach der Liposuktion noch weitergelaufen ist. Ich wurde am Folgetag von meinem allerbesten Freund abgeholt. Wir hatten den Wagen mit Müllsäcken ausgestattet, damit eben nichts auf die Polster gerät, denn ihr werdet noch eine ganze Weile auslaufen. Bei mir war es nämlich so, 8 Tage lang hatte ich damit noch Spaß. Ich habe in einem sehr nassen Bett geschlafen. Ich hatte Bettunterlagen natürlich. Die Klinik gibt euch auch noch welche mit, aber ihr solltet euch selber eine Menge Bettunterlagen kaufen, die auch sehr saugfähig sind. Denn es wird sehr nass und auch der Geruch ist nicht so toll. Natürlich sehr eisenhaltig, weil die Lösung ja auch ein bisschen mit Blut gemischt sein wird. Es ist also nichts für schwache Näschen. Raumduft könnte vielleicht helfen, falls es wen sehr stört. Ja, nach 2 Tagen habe ich das erste Mal geduscht und natürlich auch wieder mit einer Bettleitperson. Und das war doch ein bisschen belastend. Zum ersten Mal die Beine so zu sehen, wenn man damit sehr, sehr lange rumgelaufen ist. Andererseits war es unglaublich toll, zum ersten Mal Knie zu sehen. Ich habe ja gefühlt keine gehabt. Und das war ein schönes Gefühl. Aber danach, ich musste auch ein bisschen weinen, weil das einfach, es fehlt auf einmal so ein großer Teil von euch. Natürlich wollen wir das auch, aber man musste sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Das habe ich dann auch und ich freue mich mittlerweile mehr als alles andere. Ja, aber man sollte das nicht unterschätzen, diesen Punkt, dass es natürlich auch psychisch ein bisschen belastend sein könnte. Das sollte man nicht vergessen. Und es wird jeden Tag besser. Der Schmerzhöhepunkt war erst nach dem 5. Tag ungefähr erreicht bei mir. Da war der Schmerz am dollsten. Das Gewebe fühlte sich wie ganz, ganz doll reißender Muskelkater an. Also es war nicht schön. Es brannte auch bei Bewegung und... jetzt inzwischen ist das Gewebe sehr hart geworden, auch nach 3 Wochen. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis es wieder weich ist. Lymphdrainage hatte ich ab dem 6. Tag Post-OP 3-mal die Woche. Und zwar für 2 Wochen lang. Also 6 Termine hatte ich. Das hat mir persönlich gereicht. Und da kam dann halt auch noch ein bisschen was an Flüssigkeit raus. Das Gewebe war sehr dankbar dafür. Ich massiere inzwischen zu Hause die harten Stellen ab und zu nochmal, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das gerade. Es tut auch ein bisschen weh, aber trotzdem tut es gut. Ja, es ist halt sehr verhärtet alles und auch dick. Ich kann die Knie immer noch nicht so gut bewegen, aber ich bin schon den 2. Tag wieder auf der Arbeit, freue mich auch sehr, wieder da zu sein. Es lenkt gut ab und ob ich jetzt auf der Arbeit Schmerzen habe oder hier zu Hause, ist total egal. Die Arbeit lenkt noch ein bisschen davon ab. Und meine nächste OP, die steht schon in 5 Wochen an. Nee, 4 Wochen sogar schon inzwischen. Ich freue mich sehr, dass es so zeitnah klappt und wir schon eine gute Grundlage dann schaffen können. Ja, und dann schaut man in 12 Monaten mal, wie gut es geworden ist, ob wir noch was angleichen müssen oder Dr. Klesper nochmal zaubern muss. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden bisher. Und es ist kein Spaziergang. Also jemand, der es nicht wirklich braucht, dem würde ich es auch nicht empfehlen. Aber ja, an alles Weitere könnt ihr sonst auch nochmal in dem Blogbeitrag nachlesen, den ich für euch geschrieben habe. Ich hatte nämlich erstmal für euch einen Text geschrieben, weil ich so lange ausgefallen bin. Da sind auch noch ein paar Tipps dabei, was ihr euch besorgen solltet oder unterstützende homöopathische Mittel, die mir persönlich ganz gut geholfen haben. Aber sprecht das bitte vorher auch nochmal mit Dr. Klesper ab, ob ihr das auch nehmen dürft. Ja, und dementsprechend werde ich euch beim nächsten Mal auch mitnehmen. Das ist ja nicht mehr lange hin und ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und man sieht sich dann bald in alter Frische.